Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin euer Seraph von LP und das Spiel, das ich euch heute präsentieren möchte erstmal, ist This War of Mine. Thema des Spieles ist Überleben. Einfach nur Überleben. Geschichtliches Thema des Spieles ist der Bosnienkrieg von 1992 bis 1995. Teil der Jugoslawienkriege und man selbst spielt einfach eine Gruppe von Menschen, die einfach überleben wollen in Sarajevo, der kriegserhütteten Stadt. Wasser ist knapp, Nahrung ist knapp, Medizin ist knapp und man muss versuchen, aus dem wenigen, was man zur Verfügung hat, etwas zu machen und einfach zu überleben. Das ist auch schon das zentrale Thema des Spiels. Und wie ihr seht, ich habe auch schon ein Spiel vorher gespielt, beziehungsweise habe mehrere Anläufe gespielt, immer wieder mehr dazugelernt. Und diesbezüglich möchte ich es auch nochmal gleich vorneweg sagen. Gerade jetzt in der Testphase möchte ich keine Spielvorschläge, beziehungsweise keine Tipps oder Vorschläge, was ich besser machen könnte, denn erstmal möchte ich das Spiel sowieso nur zeigen und präsentieren. Das Spiel ist praktischerweise in Spieltage unterteilt. Ich werde also euch erstmal 4 Spieltage lang das Spiel zeigen und dann können wir ja entscheiden, ob ich das Spiel später dann weiterspielen sollte oder nicht. Also ich würde mich auf jeden Fall daran setzen, mehr aufzunehmen davon. Weil es ist ein sehr tolles und auch herausforderndes Spiel. So, wie gesagt, keine Tipps. Da werde ich vielleicht dann... Tipps und Vorschläge werde ich dann im reinen Let's Play erlauben, aber jetzt auf keinen Fall. Ich will euch ja erstmal nur das Spiel zeigen. So, wir versuchen es erneut. So, man hat die Auswahl zwischen 2 Gruppen von Überlebenden. Entweder Katja, Bruno und Pavle. Oder Pavle, Bruno und Marco. Oder man kann sich aus diesen 4 Charakteren eine Zufallsgruppe erstellen lassen. Wir nehmen zur Präsentation die Gruppe aus Pavle, Bruno und Marco. Ja, bin ich sicher. Und zunächst einmal möchte ich euch vor allem auch auf diesen Grafikstil hinweisen. Tag 1. Schaut euch mal diesen Grafikstil an. Der Hintergrund wirkt wie eine Bleistiftskizze. Wie eine Bleistiftzeichnung. So, das ist praktisch unsere Basis, dieses zerstörte Haus, in dem wir uns zurechtfinden müssen. So. Wie lange hat diese Belagerung gedauert? Es ist fair zu sagen, wenn jeder Tag ein Überlebenskampf ist. Die Stadt wimmelt nur so von Scharfschützen. Fast jede Nacht gibt es eine Bombardierung. Telefone funktionieren nicht, es besteht ein Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten und viele Menschen sind obdachlos. Bruno und Marco sind schon immer gute Freunde gewesen und als der Krieg ausbrach, beschlossen sie, zusammenzuhalten. Sie trafen Pavle bei der Suche nach Vorräten. Er war einmal der Fußballstar von Pogorin, jetzt ist er nur ein weiteres obdachloses Opfer des Krieges. Also schlossen sie sich zusammen und hofften auf das Beste. Das ist die Basis, das ist die Grundlage des Spiels. Und zunächst einmal, oben sehen wir den Tag, die Uhrzeit und die Temperatur, ganz wichtig, weil wenn es zu kalt wird, werden unsere Leute krank. Dann haben wir hier unsere Sachen. Hier haben wir das Inventar, im Moment natürlich leer. Hier haben wir ein paar Gedanken. Da solltet ihr häufiger mal reingucken, weil
Es ist auch praktisch eine Zusammenfassung des Zustandes eures Hauses. Und der Unterschlupf ist eine scheußliche Ruine und... Macht einen depressiv. Wir sollten etwas dagegen unternehmen. Wir haben nur einen Stuhl. Uns fehlt es an Betten und wir müssen auf dem Boden schlafen. Es ist schwierig, auf dem harten, kalten Boden gut zu schlafen. Der Zustand von denen, die krank oder verletzt sind, könnte sich schnell verschlechtern. Wir haben kein Radio. Wir wissen nicht, was in der Stadt passiert. Uns fehlt es wirklich an Büchern. Ein gutes Buch könnte uns dabei helfen, die Schrecken des Krieges zu vergessen. Hier zu bleiben, ist ein bisschen besser, als auf der Straße zu leben. Uns fehlt es an Zigaretten. Wir haben Löcher in den Wänden. Unser Unterschlupf ist nicht sicher und wir müssen immer auf der Hut sein. Manchmal sind die Buchstaben nicht ganz so leicht zu lesen. Aber ja, das ist ungefähr schon eine Zusammenfassung des Zustandes unserer Wohnung, unserer Basis, wenn ihr so wollt. Und zunächst einmal werde ich einfach meine Leute anweisen, Sachen zu suchen und einfach ein wenig dieses Haus herzurichten. Naja, was heißt herrichten? Es vielleicht ein wenig annehmlicher machen. Da, wo überall eine Hand ist, wie zum Beispiel hier unten, diese Stellen kann man untersuchen. Da kann man auch oftmals was finden. Ich lasse die beiden erstmal hier und dort was untersuchen. Was haben wir hier? Teile und elektrische Teile. Die brauchen wir zum Beispiel für... Sachen. Die brauchen wir zum Beispiel zum Herstellen eines Radios, zum Beispiel die elektrischen Teile. Sauberes Wasser ist sehr wichtig. Das brauchen wir... Da steht es schon. Um eine gute Mahlzeit zuzubereiten oder Alkohol herzustellen. Und übrigens, wundert euch nicht, wenn ich manchmal... Was haben wir hier? Nahrung! Sehr schön. Rohes Essen. Bestandteile sind auch sehr wichtig, genauso wichtig wie Holz. Wundert euch nicht, wenn ich manchmal ein wenig huste. Ich bin noch ein wenig erkältet. Und trotzdem nehme ich für euch das hier auf. So bin ich nun mal. Nee, aber ich dachte mir, dieses Spiel verdient es, auf jeden Fall gezeigt zu werden. Trotz meines Zustandes wollte ich euch das Spiel einfach wirklich zeigen, denn es ist ein herausforderndes und echt gutes Spiel. So, der unten hat gerade hier die Tür aufgemacht, beziehungsweise hat die Bretter entfernt, sodass er es rein kann. Untersuchen wir den Tisch. Noch mehr Wasser, elektrische Teile. Und hier, das ist Schutt. Schutt wird weggeräumt. Wenn wir eine Schaufel haben, geht das relativ schnell. Wenn wir keine Schaufel haben, dann, wie hier, dann dauert es seine Zeit. Deswegen müssen wir uns auch später um eine Schaufel kümmern. Denn auch gerade später wird das wichtig werden. Und wir werden Dietriche brauchen. Weil, wie hier gesehen, können es auch oft passieren, dass die Türen abgeschlossen sind. Wenn wir dann keinen Dietrich haben, haben wir das Nachsehen. Ich mache am besten erstmal hier die Bretter weg. Weil hier ist der Medizinschrank. All unsere Medizin, unsere Verbände und unsere Tabletten werden dort aufbewahrt. Und wenn wir dort nicht hinkommen, ist das natürlich sehr schlecht. Das ist unser Kühlschrank. Da wird jegliche Nahrung aufbewahrt, die wir finden. Und hier unten ist die Werkbank. Hier stellen wir Sachen her. So, hier sind die Sachen, die wir herstellen können. Die Ausgekrauten können wir nicht herstellen. Da haben wir nicht genug Material. Es ist übrigens so... Links steht die Zahl der Materialien, die wir brauchen. Und rechts steht die Zahl der Materialien, die wir haben. Also es ist ein bisschen andersrum, als man es vielleicht gewohnt ist. Hier ist es wirklich so, rechts steht die Zahl der Materialien, die gebraucht werden. Und ich mache ein Bett, einfach weil genau das werden wir mit am meisten brauchen.
Ich weiß noch nicht, wo ich es hinstelle. Ich denke, ich stelle es erstmal hier hin. Das sollte erstmal reichen. Ein Bett brauchen wir auf jeden Fall. Und die beiden sind auch fast fertig. Er soll da weg. Er hat eh... Selbst wenn er den Schut wegräumen kann, da ist ein verschlossener Schrank und da brauchen wir erstmal eine Brechstange. So. Was ist dann wichtig? Ein primitiver Herd. Den brauchen wir. Wir brauchen einen Herd. Weil Nahrung werden wir immer brauchen. Ich stelle ihn gleich in die Küche. Weil es passt. Auch. Okay, er ist fertig mit dem Bett. Das ist gut. Dann kann er sich dran machen, was Neues herzustellen. Ein einfaches Heizgerät brauchen wir jetzt noch nicht. Wir werden es später brauchen. Noch, ihr seht, haben wir 17 Grad, das geht. Was wir brauchen eine Metallwerkstätte, aber noch nicht. Also noch nicht jetzt direkt. Ein Radio werden wir auch brauchen, aber... ich mache noch ein Bett. Ja, ich mache noch ein zweites Bett. So. Und er, Bruno, ist da oben fertig. Eines möchte ich noch erwähnen. Ganz wichtig. Jeder Charakter hat Eigenschaften. Beziehungsweise hat andere Laster, sag ich mal. Bruno ist zum Beispiel ein guter Koch und er ist Raucher. Er braucht unbedingt Zigaretten. Und die können wir später auch selber herstellen. Und jeder hat auch eine Bio, die auch immer weiter, immer mehr erweitert wird. Vor dem Krieg war ich Restaurantbesitzer. Ich hatte sogar meine eigene TV-Sendung. Kochen mit Bruno. Die kennt ihr sicher. Ich habe wunderschöne Orte besucht und vor der Kamera exquisite Gerichte gekocht. Doch jetzt scheint das alles unwichtig, nicht wahr? Heutzutage kann man schon froh sein, etwas Dosenfleisch oder einen Sack Reis in die Finger zu bekommen. Und wer weiß schon, wie lange dieser Krieg noch dauert. Er zum Beispiel ist ein schneller Läufer. Bevor dieser ganze Schlamassel begonnen hat, lebte ich mit meiner Frau und meinem Sohn in einer besseren Gegend der Stadt. Ich habe sie schon sehr lange nicht mehr gesehen. Hoffentlich geht es ihnen gut. Mir geht es nicht so gut, wie man sehen kann. Wer braucht im Krieg so einen Fußballspieler? Niemand interessiert sich für Sport, wenn jeder Tag der letzte sein könnte. Deshalb durchforste ich die Ruinen, wie alle anderen auch, und hoffe auf das Beste. Und Marco? Marco ist geschickter Plünderer. Ich dachte, ich sei bereits durch die Hölle gegangen. Ich bin ein Feuerwehrmann. Öfter als mir lieb ist, bin ich in gebrannte, brennende Häuser gegangen, um Leben zu retten. Doch damals hatte ich neben mir Leute, die sich gegen den gemeinsamen Feind das Feuer verschworen hatten. Heutzutage könnte ich deinen früheren Nachbar umbringen, weil deine Großeltern eine andere Sprache als deine sprachen. Das ist die wahre Hölle auf Erden. So ist das. Im Krieg sind alle Schweine. So, wir haben ein weiteres Bett. Sehr gut. Er soll sich erstmal hinlegen. Bruno geht's gut. Und Marco soll sich erstmal hinlegen. Denn wenn sie sich ausruhen, können die beiden gesund werden. Und Bruno guckt, was er vielleicht noch herstellen könnte. Weiter kommen wir im Moment eh nicht im Haus. Es reicht für ein Radio. Das stelle ich dann her. Und stelle es hier oben auf. Ein Radio ist eigentlich noch nicht so unbedingt wichtig. Aber es wäre ganz praktisch auch zu wissen, wie das Wetter ist. Denn über das Radio können wir genau das erfahren. Übrigens, jedes Mal um genau 8 Uhr bricht die Nacht herein und ab dann müssen wir die Nacht planen. Wie das aussehen wird, werde ich euch dann zeigen. Erstmal stellt Bruno hier
das Radio her. Da hörte ich schon das Uhrenticken vielleicht. Ganz leise. So, schalten wir mal ein. Hier hören wir klassische Musik. Und hier, genau, hier haben wir eine Wettervorhersage, die eminent wichtig ist. Denn wenn man nicht vorbereitet ist auf die Kälte, beziehungsweise wenn man nicht vorbereitet ist auf den Winter, kann das böse Folgen haben. So, wo könnte ich denn jetzt noch etwas machen? Nicht viel. Es bricht eh die Nacht herein. Dann zeige ich euch erstmal, wie das mit der Nacht aussieht. So. Er schläft. Er schiebt Wache. Und er wird plündern. Genau. Wichtig ist, am Anfang ist noch nicht unbedingt so wichtig, aber gerade später ist es wichtig, dass immer eine Wache eingeteilt wird. Man kann von mir aus auch alle als Wache einteilen. Aber wichtig ist, noch ist es unwichtig eigentlich, Wache zu schieben. Trotzdem wird er Wache schieben, weil es geht ihm gut. Er kann ja dann am nächsten Tag schlafen. Er soll im Bett schlafen, weil er ist leicht verletzt. Marco ist leicht krank. So, und jetzt können wir hier das Haus auswählen, beziehungsweise können den Ort auswählen, den wir ausplündern wollen. Soweit ich weiß, war... Jedes Haus hat praktisch seine eigene Geschichte übrigens, jeder Ort, und seine eigenen Gefahren. Mal sehen, dieses Haus... Diese Nachbarschaft ist kürzlich zerbombt worden. Viele Häuser brennen noch. Die Leute mussten alles stehen lassen und um ihr Leben rennen. Wir können hier also gute Sachen finden, ohne auf jemanden zu treffen. Für den Anfang ist es leicht, Sachen zu beschaffen. Weil hier ist zum Beispiel das bombardierte Haus. Da treffen wir auf niemanden. Später wird es immer schwerer. Man muss sich mit den dortigen Leuten auseinandersetzen, mit den dort lebenden Leuten auseinandersetzen. So. Oder, was ich auch schon hatte, man muss an einem Hotel vorbei, wo ein Scharfschütze auf der Lauer liegt. So. Ich kenne dieses Haus. Ich war hier schon oft. Und daher kann ich sagen, dass wir hier gefahrlos rein können. Wir plündern alles, was möglich ist. Nahrung brauchen wir ganz unbedingt. Nein, ich nehme Wasser mit. Wasser ist wesentlich wichtiger als Zucker. Moment. Ich nehme schon was mit, ein Stapel, aber das reicht erstmal. Gemüse nehme ich mit. Kräuter. Nein, wir brauchen noch keine Kräuter. Noch nicht. Die brauchen wir erst, sobald wir... Ja, sobald es daran geht, Kräutermedizin oder Tabak herzustellen. Vorher nicht. Ach, nein. Zucker brauchen wir genauso noch nicht, eigentlich. Weil... Zucker brauchen wir, wenn ich mich nicht irre, für Alkohol. So. Dieses Bett mal untersuchen. Ich sehe, ich bin schon leicht über der Zeit, aber das macht nichts. Ich mache noch ein bisschen länger. So. Wie ihr hier seht, hier ist auch Sutt. Und, Ich könnte jetzt versuchen, den wegzuräumen. Aber ohne Schaufel bringt das nicht viel. Holz. Holz werden wir brauchen. Davon nehme ich gerne viel mehr mit. So.
Und jetzt mach ich mich nochmal auf die Suche nach. Ja. Nach hier Werkteilen, Bestandsteilen. Denn die werde ich brauchen. Übrigens, hier seht ihr schon diese roten Markierungen. Das sind. Ja. Das sind Schritte. Die Darstellung der Lautstärke von Schritten. So. Das reicht. Mehr können wir eh nicht tragen. Und nun zurück. In dem Fall ist es nur eine Ratte, die da oben rumflitzt. Aber später können das wirklich auch Leute sein. Marco ist zurück. Alles klar. Tag 2. Wie gesagt, 4 Tage zeige ich euch. Seht mal was. Seht mal, ich habe ein paar Medikamente mitgebracht. Was natürlich gut ist. Wie ihr seht, nichts passiert. Er legt sich schlafen. Er ist nur noch hungrig, das heißt, er kann aufwachen. Und er, Bruno, als guter Koch, macht das Essen. Er ist auch müde, aber auch hungrig. So, wir brauchen. Ja, wir brauchen dreimal. Beziehungsweise noch zweimal Brennstoff. Ganz wichtig ist Brennstoff. Ohne das geht das Kochen nicht. Er kann ja mal gucken, ob wir noch was herstellen können. Wir könnten eine Metallwerkstätte machen. Aber erstmal. Nein, Bruno. Mach das Essen für uns alle. Wie nur zwei. Ach so. Ich habe nur zwei Brennstoff. Brauche noch einen Brennstoff mehr. So. So. Sobald er das Essen gemacht hat und selber etwas gegessen hat, legt er sich's auch gleich hin. Okay. Ich wollte gucken, ob wir vielleicht upgraden können. Nein. Wenn wir upgraden. Also verbesserte Werkstätte, können wir zum Beispiel auch einen Kräutergarten oder auch endlich Bretterverschläge herstellen, um diese Wohnung ein bisschen sicherer zu machen. So, er isst dann noch was und dann kann er sich hinlegen. Du isst auch was? Und du gehst auch so mal nach oben, um was zu essen. Ihm dürfte es dann jetzt wieder. Ja, ihm geht es wieder topfit. Bin mal der erst wieder fit. Ja. So. Alles klar. Alle sind mit Nahrung versorgt worden. Und was stellen wir her? Wir müssen etwas herstellen. Ich denke, ich werde wirklich eine Metallwerkstätte herstellen. Die platziere ich gleich hier. So. Okay, aber an dieser Stelle möchte ich euch verlassen. Mache einen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir Tag 2 überleben. Also, bis dahin. Ciao.